Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema: Nach dem Durchbrechen der Widerstandszone bei 1965 Dollar ist der Weg für Gold und Goldaktien frei. Disclaimer. Nach dem Durchbrechen der Widerstandszone bei 1965 Dollar ist der Weg für Gold und Goldaktien frei. Wenn dieser mehrfache Widerstand bei Gold durchbrochen wird, gibt es bei Gold und Goldaktien kein Halten mehr. Dann wird ein komplett neues Level erreicht. Gold wird sich dann dauerhaft über 2000 Dollar etablieren, was dann letztendlich den Weg für 3000, 5000 und mehr frei macht. Eine Flut von neuen Investoren wird dann Gold und den Goldaktienmarkt betreten. Ich denke, so ist es. Es ist ein Tropfen. Wenn der gelöst ist, hat Gold die ganze Aufmerksamkeit, und Goldaktien, die ja so extrem unterbewertet sind, werden mit einmal im Zentrum des Anlegerinteresse kommen. Das führt zu einem enormen, enormen Bewertungsanstieg an meiner Sicht, weil dann im Prinzip ein ganz neues Zeitalter eigentlich im Grunde genommen eingepreist wird. In der Vergangenheit, ja, okay, wir wissen jetzt nicht, ist jetzt Bitcoin stärker, geht es ewig so weiter, sonst was. Wenn aber jetzt Anlegermassen begreifen, dass möglicherweise Gold auf 3, 5, in der Spitze sogar 10.000 Dollar geht, oder gar nicht in Fiat Money bewertet werden kann auf irgendeinen Punkt, wird ungeheures Interesse diesen Sektor machen. Viele Millionäre, Milliardäre, Investmentgruppen, alle dürften sie zum einen Gold und Silber natürlich kaufen und zum anderen natürlich sich potenzielles Gold und Silber sichern, indem sie, sag ich mal, in diese Penny-Goldaktien, Goldaktienproduzenten, Explorationsgebiete einsteigen, um sich das zu sichern. Also ich denke, das steht bevor, und das ist natürlich da ein dramatisches Ereignis, das eigentlich nur als Jahrhundertereignis beschrieben werden kann. Sie wissen, wenn Sie das jetzt hier verfolgen, dass Goldaktien, sage ich mal, jetzt ihr zyklisches Tief nochmal jetzt im September sozusagen hatten. Das sehen Sie hier auf dem Chart, wurden quasi doch mal alle rausgeschüttet. Seitdem ist es kontinuierlich gestiegen, stößt jetzt an diese, wie Sie sehen, dreifache Widerstandszone. Möglicherweise verharrt sie noch ein bisschen da früher oder später dran, aber aufgrund der gedruckten Geldmassen etc. ist das Durchbrechen dieser Zone nur noch eine Frage der Zeit. Und wenn das durchbrochen ist, geht der Goldpreis auch nicht mehr in diese Flasche zurück. Und das führt zu einer kompletten Neubewertung bei Goldaktien, was viele Goldaktien ja auch schon teilweise andeuten, indem sie sich verdoppeln und verdreifachen. Schon jetzt noch nicht auf so total breiter Front, es ist noch nicht für die Masse der Investoren sichtbar, aber es wird bald sichtbar. Und das zieht dann noch mehr neue Investoren nach sich. Also ist eine sehr interessante Formation, die wir im Augenblick haben. Und ich denke mal, hier, bevor Gold diese Marke dauerhaft durchbrochen wird, ist nur noch eine Frage von einigen Wochen. Nächste Woche ist übrigens wieder ein Fondsmeeting, also erwarten Sie durchaus Anfang der Woche wieder eine Preisdrückung. Das ist bis jetzt vor solchen Meetings immer so gewesen und wird vermutlich auch wieder so sein. Ja, hier ein Goldprojektgenerator aus Peru, Marktkapitalisierung 6,2 Millionen kanadische Dollar, sehr hohes Risiko. Die haben zum einen das Gabán-Goldprojekt mit 18.000 Hektar, das befindet sich im Puno Organic Goldbelt. Und das Ganze ist in der Nähe, also dieses Gebiet beherbergt die historische Goldmine Santo Domingo, einer der bedeutendsten Goldproduzenten Peru waren und sowieso weitere Ressourcen mit mehreren Millionen Unzen sind auch in diesem Gebiet Olaja und Curico. Generell gibt es Probenwerte von bis zu 15,8 Gramm Tonne Gold, also absolut hochgradig. Und bestreckt sich auf ein Gebiet von 900 bis 200 Meter. Und die sind eben auch noch offen. Weiteres Explorationspotenzial und Highlights der Borgen waren eben 32,35 Gramm pro Tonne Gold auf 1 Meter, 5,7 auf 1,5 etc. Dann haben sie noch das Young-Projekt. Das ist 3 bis 5 Kilometer südlich des Gabán-Projekts im Gabán-Distrikt im Süden, 4000 Hektar. Und das Eisen-, Oxid-, Kupfer-, Goldprojekt IKA, es befindet sich mehr als 2000 Meter
Höhe entlang des Panamaischen Highways, 45 Kilometer südöstlich von Ica und 300 Kilometer südöstlich von von Lima. Sie haben 6 Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 2100 Hektar. Dann hatten sie noch, oder das ist das Projekt, wo sie Probleme in Afrika hat, das SMP-Goldprojekt. Dort gibt es einen Rechtsstreit mit Tansania. Und andere Analysten erwarten, dass es da, sage ich mal, zumindest eine Abfindungssumme für das Unternehmen gibt, was dann sozusagen in die peruanische Exploration gesteckt werden könnte. Ja, schauen wir uns, ja, die Lage hatte ich gesagt, wie gesagt, ist südwestlich von Peru, auch in der Nähe des panamerikanischen Highways, wie gesagt. Und dann hatte die Aktie eigentlich jetzt ihren Boden gefunden, ist sozusagen ausgebrochen. Ich meine, das sieht man jetzt kaum. Ist jetzt mit circa 10 Cent bewertet. Vor wenigen Monaten war die noch mit 5 Cent. Also hat sich erstmal aus dem Nichts verdoppelt. Und das Spannende ist natürlich bei steigenden Goldpreisen, Gold über 2000, 2300, dass diese Aktie sich dann wieder in den Dollarbereich etablieren kann. Vielleicht auf 1, 2, 3, who knows, wie viel steigt. Gerade so viel Projekten, wie die haben, so unterbewertet ist. Natürlich ist es ein sehr hohes Risiko, ist wie gesagt, wie auch immer, keine Kaufempfehlung, soll aber einfach aufzeigen, was Unternehmen mit so geringer Marktkapitalisierung, mit 6,2 Millionen, was die alles im Boden haben. Hochgradiges Gold in der Nähe des ehemaligen Goldproduzenten Perus, noch weitere Projekte und also könnte diese Aktie auf alle Fälle auch sehr profitieren von weiteren steigenden Goldpreisen. Meiner Meinung nach sicherlich mal einen Blick wert, sich anzusehen. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre, das ist das, was uns so begeistert, dass eben von wenigen Penny Stocks diese Goldaktien in den Dollarbereich gestiegen sind und mehr, 2, 3, 4, 5, 10, 20 Dollar etc. und mehr wurden erreicht. Das heißt, es war gar nicht so selten, dass man aus 1.000 Dollar eine Viertelmillion machen konnte. Und aufgrund dieser extremen Unterbewertung von Goldaktien und meiner Meinung, wir stehen kurz vor einer Entladung des Gold- und Silberpreises. Die Goldaktien im Verhältnis sind dann in den 70er niedriger. Das heißt, es braucht meines Erachtens nur we wenige wen geringen Anstieg von Gold und Silber, vielleicht Gold auf 2500, 2600. Und diese Goldaktien, diese Penny-Gold-Aktien, die wir gerade hier besprechen, sind absolut irrsinnig bewertet. Und es kann dann in die Nähe dieses Phänomens aus den 1970er Jahren gehen. Also, und es profitieren natürlich dann nur Goldaktien davon, wo, wenn möglich, wo Superlative drin ist, wo gesagt ist, besonders hochgradig, in der Nähe, wie Sie es gerade gesehen haben, eines ehemaligen Goldproduzenten, weiteres Explorationspotenzial etc. etc. Das ist das, was nachher die Kurse wirklich bei höheren steigenden Goldpreisen auch richtig voranbringen könnte. Ja, 1000-Becker-Report. Also wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten und hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Ein Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen oder das Länderrisiko zu berechnen. Exit-Strategie ist auch dabei und bei Interesse kann ich hier noch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung anbieten. Finden Sie alles verlinkt weiter unten im YouTube-Video. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaft. Also das ist einfach eine Alternative, schnell an Gold und Silber günstig zu kommen, ohne die klassischen Edelmetallhändler zu nutzen. Eine Überweisung und schon ist das Lager, ist das Gold und Silber im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert und das kann man sich auch ausliefern lassen. Sicherlich mal ein Blick wert als Alternative zum klassischen Edelmetallhändler. Ja, Preisvergleiche auf gold.de, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen, immer die Preise vergleichen natürlich. Weitere Informationen finden Sie unter Information Kontakt. Mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten? Welchem Broker in der Schweiz? Wo kann man Edelmetalle einlagern? Langfristcharts von Gold, Silber, Uran. Weitere Diskussionsportale sind verlinkt, wie CU, CA. Buch über Goldaktien. Ja, also generell, wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme, was auch immer haben, kontaktieren Sie mich, schreiben Sie eine Mail oder rufen Sie mich an. Sobald es mir zeitlich möglich ist, würde ich mich bei Ihnen dann wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, wenn das Video soweit gefallen hat, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden.
beziehungsweise ein Like geben. Das würde dem Algorithmus helfen und vielleicht auch anderen interessierten Leuten würden dann diese Videos vorgeschlagen werden. Also nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.